In circa 50 Metern Tiefe befindet sich ein ziemlich außergewöhnlicher verlassener Ort. Bei diesem Lost Place handelt es sich um einen streng geheimen, verlassenen Atomschutzbunker, welcher sich unter der Hauptstadt von Ungarn befindet. 1952 begann der Bau des Bunkers. Die Regierung wollte, dass der Bau des Bunkers geheim blieb. Deshalb entschied man sich, diesen direkt parallel zur U-Bahn zu bauen, damit keine Fragen der Bevölkerung auftauchten. Insider berichteten, dass der Bunker eine direkte Verbindung zur Linie 2 der Budapester U-Bahn und einen geschlossenen Tunnel zum ungarischen Parlamentgebäude besitzt. Gerüchten zufolge arbeiteten Hunderte von Gefangenen am Bau des Atombunkers. Das Objekt ist für ca. 2200 Personen gebaut und weist eine Fläche von 3800 Quadratmetern auf und wurde 1962 fertiggestellt. Doch was wir alles in dieser unglaublichen Tiefe gefunden haben und welchen unerwarteten Besuch wir bekommen haben, erfahrt ihr in dieser Folge. Guck mal, Schimmel auf dem Stein. Aber es könnte sein, dass da vorne die Metro ist. Da fährt sie. Security. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Lost Place Abenteuer auf meinem Kanal. Wir befinden uns gerade in Ungarn mit einer relativ großen Gruppe und wir möchten uns heute ein riesiges Geheimnis unter der Stadt anschauen, Leute. Wir schauen uns heute den größten Bunker Ungarns an. Mal sehen, ob wir reinkommen. Wenn ihr Bock drauf habt, bleibt gerne dran. Let's go. Wir befinden uns hier jetzt in einem riesigen Innenhof, Leute. Und hier unten in dem Loch geht es in einen riesigen Atomschutzbunker unter der Stadt. Guckt euch das mal an. Wenn ihr Bock drauf habt, bleibt dran und auf geht's. Oh, extrem steil und rutschig. Ich glaube, wir müssen auf der anderen Seite rein. Guckt euch das alte Mauerwerk mal an. Hier ist der Zugang, ist offen. Ist offen, das wird eng. Das wird eng, Leute. Ich guck mal kurz. Okay, hier geht's direkt rein. Es kommt ganz viel Luft rein. Was kommt da für eine Luft? Oh mein Gott, Leute. Guckt euch das an. Was für ein kleines Loch. Da kommt der nächste. Leute, guck mal, die Luftfeuchtigkeit. Meine Brille beschlägt schon komplett. Richtig nass und feucht, ne? Okay. Guckt euch das mal an, Leute. Oh mein Gott. Wir müssen hier rüberklettern, ne? Ja, nee, da durchklettern. Hier rechts, rechts um die Ecke geht's rein. Oh mein Gott, guckt euch das alte Gemäuer mal an. Extrem gefährlich. Ich hoffe, hier geht's nicht weit runter. Hä, hey, wo lang, random? Ja, warte, lass uns erstmal die Leute rein. Ja, hier ist kein Platz. Warte, ey, warte kurz, bevor alle reinkommen, wir gucken, dass mal, ob es hier überhaupt weitergeht. Hier meinst du, oder? Ich glaube, hier rüberklettern. Da ging's nicht weiter. Ich hab schon geguckt. Da geht's nicht weiter. Bist du sicher? Und dann? Da runter und dann bist du drinnen im Haus. Man muss da durch nochmal. Immer noch. Ja. Durch die Treppen. Ja, immer noch durch die Treppen. Nein. Ich seh nix. Da musst du rein. Alter.
Ja, dann, wir müssen jetzt langsam mal rein, sonst staut sich das hier. Ja, aber wir kommen. Ja. Ey, das ist doch voll tief. Ja, ich weiß. Okay. Kannst du halten? Sieht man alles? Nein, man sieht gar nichts. Nur dein Hintern und deine kleine Bauarbeiterbitze. Du mit deiner Brille siehst du überhaupt nichts. Jetzt machen wir ein bisschen professioneller. Und zeig mir so viele Arschritze. Ja. Ich bin so Anfänger, ey. Nee, das ist weiter hier, ich oder? Ich komme mit meinem Namen hier nicht rein. Wieso nicht? Also, warum bist du nicht die hintere gegangen? Weil da kein Platz war. Da ist so viel mehr Platz, Alter. Ich komme mit meinem Verehrten Arm. Nein, der muss einfach in die nächste, da wo mehr Platz ist. Alter, was ist denn mit dir los? Denk mich am Arsch, Marie. Du musst doch raus. Das ist endeng, Alter. Das sag ich doch. Wenn ich das schaffe, dann schafft ihr es so locker. Ja, dann fährt's. Ja, und mit Mahoni-Toni. Was war das? Alter, ein bisschen Professionalität, bitte. Das ist ja richtig tief, Junge. Ja. Ich hab Angst. Man hört's. Pass auf deine Brille auf. Jetzt bin ich dran. Ich weiß, man spürt's. Ey, das wird kein Zuckerschlecken, ne? Doch, das ist mega Zuckerschlecken. Nicht für alle, aber für uns schon. Ja, perfekt. Oh mein Gott, schau mal. Alter. Das wird eng aber, Leute, ne? Guck mal hier, Leute. Wie tief es hier runter geht. Das sind über 50 Meter. Eher 80. Jawohl. Oh mein Gott. Guckt euch die Röhre hier an. Und jetzt geht es circa 80 Meter in die Tiefe, Leute. Irgendein Ventil. Da unten konnte man wahrscheinlich irgendeinen Feuerwehrschlauch anschließen. Und es geht jetzt ganz tief unter die Stadt, Leute. Ja, definitiv. Richtig geiles Ding. Ja. Jetzt überleg mal, frisch geht ein Kriegsfall runterzuhalten. Ja. Das ist normal. Definitiv. Sobald eine Bombe kam, sind die Leute hier runter. Ja. Und jedes Dach hier in der Stadt hat ja so eine Sirene, ne? Viele. Ja. Hier liegen irgendwelche Verpackungen von alten Birnen. Wir sind unten. Ja. Wir sind unten, Leute. Guckt es euch an. Ein riesiges Tunnelsystem. Zwei schwere Bunkertüren. Und hier brennt Licht, warum auch immer. Warum brennt hier Licht? Alter. Weiß ich nicht. Oben zwei Ventilatoren. Und links haben wir die Lüftungsrohre. Und hier geht's ins Bauwerk hinein. Alter. Und hier sind die Filter. Es geht nach links und nach rechts. Hier die Filter an. Alter. Eigentlich hat man in normalen Bunkern nur so 3-4 Filter. Und da diese Anlage aber so riesig ist, haben wir hier 30 Filter oder so, Leute.
Und die Filter waren halt alle für die Luftzufuhr hier unter Tage notwendig. Alter. Hier haben wir die Motoren dahinter, die die ganze Luft dann hier über diese Rohre in alle möglichen Räume weitergeleitet hat. Alter. Man hört die Stimmen hier rechts von den anderen Kollegen. Und es geht überall weiter. Ist noch so eine riesige Tonne. Hier sind wir wieder im Filterraum. Und wir haben hier echt ein riesiges unterirdisches Labyrinth, Leute. Boah. Steht alles voll. Alles voller Fässer. Und Ersatzteile für die Lüftungsanlage. Und wir sehen jetzt hier, dass die Anlage hier im Inneren mit so grünen Stahlstreben ausgebaut worden ist. Haben wir hier die ganzen Versorgungsräume. Die Herzstücke des Bunkers, zwei große Motoren. Die halt ganze Dinge hier ans Laufen gehalten haben. Und hier haben wir dann die entsprechende Technik dazu auf der gegenüberliegenden Seite. Extrem alt alles hier unten, aber extrem spannend. Wenn man mal bedenkt, wo wir uns hier gerade befinden. Circa 80 Meter unter der Erde, Leute. Hier links ist die Stromverteilung, die halt immer noch heute funktioniert. Batterien, ich glaube für Notstrom, sollten die Motoren mal nicht funktionieren, im Ernstfall. Und ihr habt den Abgang gerade gesehen, Leute. Also früher war wahrscheinlich so 4-5 Mal am Tag Fliegeralarm und in der Zeit mussten die Leute immer rauf, runter. Das war krass, vor allem die sind ja wirklich in... Die sind ja mit Hunderten hier runter, ne? Also da war wahrscheinlich dann auch echt immer Panik in den Treppenhäusern. Wir haben mal so eine kleine Werkbank. Hier konnten wahrscheinlich Reparaturarbeiten durchgeführt werden. Und das sind, glaube ich, Tanks für die Wasserversorgung. Und jetzt ist die Frage, wo es dahin geht. Warte ich jetzt mal auf die anderen. Vielleicht gehen wir da gleich auch noch hoch. So, es geht weiter. Im Bunker. Überall Abzweigungen. Nach links, nach rechts. Kilometerlange Luft. Systeme. Und jetzt kommen wir, glaube ich, zu den Schutzbereichen. Hier konnten die Menschen dann alle Schutz suchen. Guckt euch das mal an. Das ist ja unglaublich. Hier mussten sich die Menschen versammeln und Ruhe bewahren und die Bombenangriffe abwarten. Und wir haben ja gerade eben das Treppenhaus gesehen, was noch nach unten ging. Also kann ich mir vorstellen, dass dasselbe auch noch mal unter uns ist. Ich habe nämlich erfahren, dass es 4 solche Schutzräume hier unten geben soll. Oh mein Gott! Guckt euch das mal an! Wie weit das geht! Das ist hier eine Riesenanlage. Und ich kann mir vorstellen, dass man von hier dann wieder hochkommt. Und sich dasselbe noch mal unter uns befindet. Dann sind hier wahrscheinlich so Versorgungsräume wie Toiletten. Genau, das passt. Dann konnte man hier damals aufs Klo gehen. Und wir haben noch nicht mal mehr Sitzmöglichkeiten hier unten. Das heißt, die Leute mussten wirklich nur kurz hier unten stehen. Dann gingen die Bomben oben hoch und dann wieder alle hoch. Boah.
muss ja extrem beklemmend gewesen sein. Und so einen Ausbau habe ich auch noch nie gesehen, ne? Einfach aus extrem massivem Stahl hier die Schrauben festgemacht und dann einfach die kompletten Wände hier unten verkleidet und in der Mitte einfach Mauern hochgezogen, Türen reingesetzt. Das ist ja gigantisch. Hier haben wir auch wieder Toiletten. Hier geht es wieder eine Etage nach unten. Jetzt schauen wir uns mal an, was wir am Ende des Ganges hier finden. Ich könnte sogar die Taschenlampe ausmachen, Leute, weil wir einfach Strom haben. Dann nutzen wir jetzt mal die Energie von hier unten. Das ist natürlich auch so eine Sache, ne? Hier brennt wahrscheinlich das ganze Jahr über der Strom. Die Stadt bezahlt den Strom und der Steuerzahler muss dafür aufkommen. Unglaublich. Okay, wir sind am Ende angekommen. Zwei Bunkertüren. Wir gucken jetzt mal kurz, was sich unter uns befindet. Alter! Und hier ist nochmal ein extrem langer Gang. Warum? Was haben wir denn hier unten jetzt? Keine Ahnung, das Licht ist ausgegangen. Ach, das ist gar nicht so ausgebaut wie oben. War die über uns schon? Ja, da kommen wir her. Da kamen die her? Ja. Was, wo hast du die in die Gänge? Das ist der Metroschacht. Wo, da? Ja, das ist der Metroschacht. Da sollen wir nicht rein? Aber es ist ein gutes Okay. Du hast erzählt, es gibt vier. Vier von diesen Röhren. Von denen gibt es vier. Vier? Zwei hast du jetzt gesehen. Aber sehen alle gleich aus. Ja. Eins, zwei. Nur eine gesehen. Nee, die waren ja untereinander getrennt, deswegen vier. Wir haben die Gerüche und die andere Gerüche. Ganz genau. Wo ist die Treppe zum Hauptausgang? Da wo die Haupteine. Haben wir nie gesehen, komischerweise. Es muss also noch einen zweiten Aufgang so geben, wo wir gerade hergekommen sind. Ich habe den durch. Hab ich auch. Den hat noch keiner gefunden. Doch? Ja. Okay, da müssen wir den finden. Ich war übrigens gerade in dieser kleinen Gruppe. Guck mal, Schimmel auf dem Stein. Nee, das ist Salzkristallisierung. Das kristallisiert aus. Das ist der Beton da drauf. Der Beton hier, diese Reste, das sind Salzkristalle. Ich dachte, das wäre Schimmel. Was habe ich gerade gegessen? Kann Spuren von Chrom 6 enthalten. Sehr gut. Was auch immer das ist. Wir sind Security. Wir sind oben lang, wir sind ja unten lang. Und auf einmal haben wir nur noch Taschenlampen gesehen. Wir sind Security. Danke, Scheiße. Security ist schon im Bunker. Und ey, die Tür da hinten ist ja der Ende, wo wir zu dem Metro kommen. Ne? Brauchst du nicht? Nein, aber ich bin noch nicht zu Ende gelaufen. Hör mal, hat einer den Aufgang schon gefunden? Gehst du bis zur Tür? Ja, komm, dann geht los. Dann geht's los. Ja, zusammen bleibt schon ein bisschen besser. Aber es könnte sein, dass da vorne die Metro ist. Da fährt sie. Die Tür ist doch auf, oder? Da kommt nur überall die Luft durch. Ich würde jetzt nicht voll reinleuchten. Da ist die Metro, ich sehe sie.
die fällt da. Ich will sie auch sehen. Perfekt, dann guck. Zeig. Da, guck schnell. Wissen Sie noch? Die Zahlen oben. So, ich bin jetzt auf der anderen Seite. Da vorne war der Notausstieg, durch den wir rein sind. Und hier haben wir jetzt auch nochmal so ein Bauwerk, so ähnlich wie gerade. Jetzt gehen wir mal unten durch. Unten haben wir ja noch nicht so viel gesehen. Was war das gerade für ein Schrei? Ein Stromschlag? Eben, der war aber besser. Geht die nicht hier unten lang jetzt? Ah, wir haben aber hier Sitzbänke, ne? Dann geht los. Okay, wir nehmen den nicht so nassen Weg. Okay. Meinst du? Leute, wir brauchen den zweiten Aufgang. Nee, den richtigen. Der hochgeht. Okay, das ist schlecht. Das ist sehr schlecht, Leute. Ah, hier stehen noch Spinde, die hatten wir eben nicht. Danke für da nicht. Ja, du kannst stehen bleiben. Ich bin. Das war echt okay. Aber gut. Ja. Toiletten, ähnlich wie der anderen Seite. So, und hier sehen wir jetzt, glaube ich, echt die alten Verankerungen von den Sitzmöglichkeiten, oder? Lüfter. Lüfter, ja, doch, sind Lüfter, stimmt. Luft durch die Ventilatoren. Ja. Aber krass, in der anderen Röhre waren die nicht. Security. Alter, also, überleg mal, wie viele Menschen hier waren. Du hast hier mal 6 Toiletten. Ja, wenig Toiletten, ne? 12 Toiletten standen, ja. 12 Toiletten standen, also ganz so Räume. Ja. Und das in der Hauptstadt. Ja. Peinlich. Das wird echt nervig. Regnet Licht. Schon wieder? Leute, wo ist der Schacht jetzt? Mal ohne Scheiß. Das kann jetzt doch nicht sein. Dass wir den Haupteingang nicht finden. Ich glaube auch. Das ist die einzige Möglichkeit. Wir sind nämlich jetzt komplett einmal durch, glaube ich. Ja. Wieso gehen wir denn jetzt unten lang? Hier ist alles nass. Nee, da vorne ist die Treppe, wo wir eben nicht weitergegangen sind. Leute, uns bleibt nichts anderes übrig. Nee, wir müssen durch die Tür. Da passiert wir haben sonst alles angeguckt. Durch welche Tür? Durch. Am Metro-Schacht. Die war ja offen. Die war ja wir haben sonst alles angeguckt. Die Tür war offen. Das es geht, Leute, wir gehen zur Tür. Wir gehen da jetzt durch. Los geht's. So, wir haben jetzt gerade die Tür versucht zu bewegen, hat sich leider nichts getan. Das heißt, wir kommen hier jetzt leider nicht weiter, Leute. Wir befinden uns jetzt wieder am Ausgang und für uns geht es jetzt wieder hier hoch. Und wenn ihr auch nochmal ein Bild haben wollt, wie hoch das Ganze ist, schaut euch das mal an, Leute. Es ist unglaublich. Das heißt für uns, dass wir jetzt wieder nach draußen gehen werden. Wir bedanken uns riesig fürs Zusehen. Wir hoffen, dass ihr ein bisschen Spaß hattet. Ich hoffe, dass ihr diese Anlage vorher eventuell noch nicht gesehen habt. Über ein Like, Kommentar und ein Abo würde ich mich natürlich mega freuen. Das hilft meinem Kanal hier auf YouTube noch ein bisschen zu wachsen. Vielen Dank an alle Kanalmitglieder, die unsere Touren hier in solche Länder unterstützen. Und ich hoffe, dass wir uns dann im nächsten Lost Place Abenteuer wiedersehen. Haut rein, bleibt gesund und ciao.
Nachdem ich bereits das erste Instagram Reel zu dieser Anlage veröffentlicht habe, habe ich einige Kontakte geknüpft. Und diese Kontakte haben mir verraten, dass diese Anlage noch 4 weitere Eingänge besitzen soll. Das heißt, dass es nach dieser Tür auf jeden Fall weitergehen soll. Wenn wir uns die anderen 4 Eingänge der Anlage noch einmal anschauen sollen und dies in einem weiteren Video festhalten sollen, dann lasse mich dies gerne mit einem Like und einem Kommentar wissen. Bis dahin.